das schön in der Mitte? Ja, so halbwegs. Ja. Sehr sicher. Okay, wo soll ich mich aufbauen? Wo du Platz nimmst? Naja, Strom sollte auch in der Nähe sein. Was brauchst du? Ich habe jetzt, folgendes. Ich habe 13,8 Volt. Ja, das ist okay. Ich kann dir anbieten, dass wo du dich da anstecken kannst. Standort Wien-Donauinsel. Auf dieser QRG wird in Kürze der Wiener Anspruch übertragen. Hier war Oscar Echo 1, Mike Victor Alpha Portable. Ist drauf. Musik läuft, ja. So, wenn wir jetzt aussehen. Ja, was ist denn, man fängt dann an, wenn das sind nach 45-500 und das. Wobei, dann blockieren wir nicht den Kallenberg jetzt die ganze Zeit. Ja, ich dachte, dass ich mal mit meinem Wohnzimmer umsetze und dann geht das Flugmoment feststehen. 12 Minuten bis zur Sendung. Das geht schön aus. Immer diese Paparazzis. Mhm. Okay, ich höre. Musik kommt. Musik höre ich jetzt, ja. Okay. Bist du jetzt drauf? Live drauf? Bin live. Ich habe noch kein Mikro. Ja, du hast kein Mikro, weil wir noch nicht senden, weil der Roland hat noch nicht gesagt, dass du frei von mir. Gut, also Peanuts. Es ist 9 Uhr Lokalzeit. Heute ist der 26. Juni 2016 und ihr hört den Wien-Rundspruch. Und zwar die 63. Ausgabe des Teams OI1 SKC Karin, OI1 RSA Roland und OI1 ADS Andreas. Von Anfang an gerechnet ist es der 600. Wien-Rundspruch. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer von der Donauinsel live und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Auch einen schönen Gruß aus Wien nach Friedrichshafen zur Hemrio-IDO. Die Meldungen wurden von mir, Karin, OI1 SKT zusammengestellt. Roland, OI1 RSA, ist für die Aufnahmetechnik und Stream verantwortlich. Andreas, OI1 ADS, für Schnitt, Ton und Musik. Wir sind wieder am Relais OI1 XUU sowie auf Kurzwelle und UKW QRV. Daher an alle, die leider nicht zur Hemradio nach Friedrichshafen fahren konnten, schaut vorbei. 30. August, Messingclub für Brass Pounders, CW-Treffen in Wien. Wäre 73 schickt Heinz OI3 LHP. Field Day und Fuchsjagd am 3. September 2016. Ah, das Blatt hat eine Rückseite. Und das, was ihr da im Hintergrund hört, ist die S-Bahn, die direkt neben uns am Pinzgauer vorbeifährt. Wir sind nämlich live am Donauinselfest. Bei dem Text auf euer Kommen freut sich mit Very 73 der Martin, OE1 MVA und sein Team. Der Martin steht übrigens hier direkt neben mir und pegelt gerade das Sendesignal für die Kurzwellenstation. Ein. Im Herbst geht es offiziell los. Im Sommer findet noch der Feinschliff statt. Zurzeit stehen unser Kenwood 950 mit 150 Watt für die Kurzwelle, ein IC275 für 2 Meter, ein IDE 880 für 70 cm und ein IC1275 für 23 cm zur Verfügung. Ihr hört den Wien-Rundspruch. Zusammengestellt und gesprochen von Karin, OI1 SKC. Das Technikteam besteht aus Andreas, OI1 ADS und Roland, OI1 RSA. Und jetzt Meldungen aus den anderen Landesverbänden. 29. Field Day Dobel. Die Aufbauarbeiten der Veranstalterzelte und der Antennen werden schon am Montag, den 27. Juni, also morgen, beginnen. Helfer sind herzlich willkommen. Ja, da endet der Text. Das war der Wien-Rundspruch für heute. Es war der letzte vor der Sommerpause. Den nächsten Wien-Rundspruch nach der Sommerpause hört ihr am 11. September um 9 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Den nächsten Österreich-Rundspruch hört ihr bereits am 4. September. Wir schalten jetzt um auf den Bestätigungsverkehr und wünschen allen einen erholsamen Urlaub und eine schöne Ferienzeit und einen wunderschönen Sommer. Werni 73
vom gesamten Rundspruch-Team. Wir befinden uns hier noch live auf der Donauinsel. Wer uns besuchen möchte, den froschgrünen Finzgauer vom Jahren außen oder innen besuchen mit dem ganzen Kabelsalat, den wir hier verursacht haben, den Funkstörungen, die wir auf zahlreichen Frequenzen hier verursacht haben, mit großer Freude und großem Spaß. Danke fürs Zuhören, wünscht Oskar Eco 1 Alpha Delta Sierra, der Andi. OE1 Romeo Sierra Alpha Roland und die Karin. OE1 SKC, wir hören uns dann gleich beim Bestätigungsverkehr. Wir funken zu Raumstationen. This is the International Space Station, over. Und duzen einander. Von der Schülerin bis zum Scheich. Wir schicken Bilder, Daten und E-Mails. Rund um den Planeten. Kostenlos und ohne Internet. Wir helfen. In Not und bei Katastrophen. Wir halten Kontakt. Weltweit. Über alle Grenzen hinaus. Wir sind Freunde ohne Grenzen. Wir sind Funkamateure.